Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Ich mache weiter mit meiner Berichterstattung von der Fischer Random Weltmeisterschaft in Reykjavik. Gestern zum Auftakt hatte ich eine Partie gezeigt zwischen Hikaru Nakamura und Magnus Carlsen. Heute gehen wir in die Gruppe A. Carlsen und Nakamura spielen in der Gruppe B. Gruppe A, Duell zwischen Jan Nepomniachtchi und Wesley So am zweiten Tag. Und da gab es einige Kuriositäten, die vorgefallen sind und die müssen wir uns anschauen. Die sind lustig. So, hier in dieser Partie, das ist die erste Partie aus dem zweiten Match am zweiten Tag, hat Nepomniachtchi weiß, Wesley So schwarz. Der russische Weltklassespieler beginnt hier mit C4. Wesley So, ich erinnere euch, ist der amtierende Weltmeister in dieser Disziplin. C4. Ja, öffnet die Diagonale für Läufer und Dame, das ist sehr logisch, stellt einen Bauern ins Zentrum, kann man nachvollziehen. Schwarz antwortet mit B5. B5, ja, attackiert sofort diesen Bauern auf C4, sehr interessant, und öffnet den Läufer auf A8, die Diagonale. Auf jeden Fall sinnvoll. Ich erinnere auch wiederum, das hatte ich gestern alles schon erwähnt, das ist Rapid, 25 Minuten für die ersten 30 Züge, dann nochmal 5 Minuten für den Rest und für jeden Zug gibt es 5 Sekunden. Und die Spieler haben vor jeder Partie immer 15 Minuten Zeit, sich die neue Stellung anzuschauen, um ein paar Ideen zu entwickeln. C5 hier, er geht vorbei, tauscht nicht. E5. Diesen Zug kritisiert Stockfisch hier, möchte ihn lieber ersetzt haben mit sowas wie H5 zum Beispiel. Sehr interessant, mit der Idee H4. Oder, was hatten wir hier noch? B4. Damit Weiß kein B4 spielt. Sehr interessant. Aber wer macht hier B4 in so einer Stellung? E5 stellt den Bauern ins Zentrum. B4 greift den Bauern E5 an. Das ist so ein kleines Problem, ne? Der Bauer wird angegriffen und Weiß hat mit Tempo hier den Bauern nach vorne geschoben. D6. Läufer B3 entwickelt den Läufer. A5. A3. Wichtig ist, die Bauernkette intakt halten. Es drohte A4 auch und AB4. Läufer F6. Stockfisch ist mit den Zügen überhaupt nicht einverstanden, aber ich will die jetzt nicht auf die Goldwaage legen. Es gibt ja halt so viele Möglichkeiten. Was auffällig ist, dass die Springer auf E8 und C8 sehr schlecht stehen in dieser Stellung. Das heißt, Schwarz muss unbedingt sowas wie Springer E6, Springer G6 spielen. Und der Springer auf E8 ist noch gar nicht klar, wie er ins Spiel kommen soll. Also statt Läufer F6 wäre wohl Springer F6 hier etwas besser. Mit der Idee auch Turm E8 und dann die Rochade anzustreben. Ne? Damit der Turm von H8 nach F8 kommt, falls man ihn überhaupt rochieren will. Man hat halt diese Möglichkeit mit H5, H4 die ganze Zeit den Turm ins Spiel zu bringen. Auch das gleiche für Weiß übrigens. H4, Turm A3. In vielen Varianten zeigte die Engine an, ja, mach mal ruhig H4, Turm A3 und so. Sieht interessant aus. Okay, aber Schwarz spielte Läufer F6. E3. Nachvollziehbar. Weiß möchte D4 spielen können, um die Kette hier intakt zu halten. Falls Dame A7 kommt zum Beispiel. Springer E7, F4, guter Zug F4, gefällt mir, möchte die F-Linie für den Turm hier öffnen. E4, verständlich, Schwarz möchte das nicht, dadurch wird der Läufer auf A8 allerdings ein bisschen eingesperrt hier. C schlicht D6. Naja, Springer schlicht D6 kam auch in Betracht, aber dann ist Läufer F6 ein Problem, ne? Und Schwarz hat einen Doppelbauern hier. Also, C schlicht D6. Jetzt bringt Weiß seine Springer ins Spiel. Springer E2. Läufer A1, Dame A1. Springer F6. Springer C2. Turm C8. Springer CD4. Sieht alles sehr vernünftig aus. Jetzt merkt ihr, so langsam bekommen wir eine normale Schachstellung. Das Einzige, was noch nicht ganz stimmt, ist hier die Position des Königs und des Turmes in der Ecke da. Ne? AB4, AB4. Im Übrigen hat Weiß die ganze Zeit darauf verzichtet, auf A5 zu nehmen, danach Dame A7, der Bauer sowieso, das Schwarz sowieso den Bauern zurückgewinnt. AB4, AB4. Die weiße Stellung sollte etwas besser sein hier. Das liegt an dem schönen Springer auf D4, der Druck gegen B5 macht. Dame A5 ist eine Idee hier. Der Bauer B5 ist ein Problem hier. Es geht weiter mit Läufer D5. Schwarz möchte den schlechten Läufer abtauschen. Und Weiß tut ihm den Gefallen, nimmt selbst auf D5 raus.
Besser wäre es wohl, sowas wie Turm B1 zu spielen. Läufer B3, Turm B3 und dann endlich mal rochieren hier und den anderen Turm ins Spiel bringen. Der Turm auf B3 könnte nach A3 oder Dame A5 eventuell den B5 attackieren. Na gut, aber Nepo spielte Läufer schlicht D5. Springer E schlicht D5 greift den B4 an. Hier bietet sich auf jeden Fall Dame A5 an, mit Angriff auf den Bauern B5 und gleichzeitiger Deckung des Bauern B4. Ich glaube, das wäre so mein Zug gewesen. Da sagt ja auch die Engine. Ist ein simpler Zug, ne? Stattdessen kam Springer F5. Nepo spielt hier sehr aggressiv. Der Zug droht gar nichts. Sieht natürlich gefährlich aus wegen dieser potenziellen Gabel auf E7. Aber der Springer auf D5 deckt das Feld. Und im Moment droht erstmal nichts, ne? Natürlich geht kein Springer schlicht B4, wegen Springer E7 zum Beispiel. H5 wäre jetzt sehr interessant. H4. Eventuell G6 dann. Es kam aber Turm C2. Der Zug ist okay. Greift den Bauern D2 an. Es ist hier so ein bisschen die Balance, die so ein bisschen durcheinander gerät. Na, auf der einen Seite haben wir Probleme am Königsflügel, aber auf der anderen Seite und im Zentrum attackieren die Spieler, ne? Obwohl sie noch nicht alle Eröffnungsprobleme gelöst haben. Es geht weiter mit Springer EG3. Auch das wieder, ne? Also hier wird einfach geflissentlich alles geopfert. Wobei Turm schlicht D2 hier nicht gut funktioniert wegen Springer schlicht E4. Das war der Trick. Und Springer schlicht E4 verbietet sich wegen Dame G7 Schachmatt. Okay. Es geht weit. Ich weiß nicht, warum er hier nicht rochiert hat. Den Turm ins Spiel bringen. Sowas hier. Und dann den Turm ins Spiel bringen. Problem ist natürlich Springer E4 hier, ne? Ja. Aber hier bekommt Schwarz Gegenspiel mit Dame A8. Ja, Dame D4. Aber dann gibt es Turm C4. Springer F6, Springer F6 und Dame B2, Dame E4. Also es sieht hier nach Gegenspiel aus. Moment, Springer schlicht D6 geht hier, ne? Müssen wir ein bisschen auf Dame A4 hier. Und dann Druck gegen den Bauern B4. Na gut, ich kann verstehen, warum Wesley's Sohn nicht rochiert hat. Er spielte Dame C8. Das verhindert Springer schlicht E4 wegen Dame schlicht F5, ne? Oder? Bin ich mir gar nicht sicher, ehrlich gesagt. Ja doch, das tut es. Ja, Springer schlicht E4 kommt, Dame schlicht F5, ne? Und der Turm kann zurück, also noch auf Dame A8 Schach. Es kam stattdessen Springer schlicht D6 hier. Logischer Zug. Und jetzt passierte etwas Kurioses. Die Dame ist angegriffen. Schwarz muss hier Dame D8 spielen, die Grundreihe decken, damit hier Dame A8 nicht kommt. Hier geht es weiter mit Springer D schlicht E4. Springer E4, Springer E4, Rochade. Weiß hat zwei Bauern mehr, aber Schwarz hat sehr viel Aktivität hier. Also der Bauer B4 ist schwach. Turm C4 ist immer eine Idee. Und die Engine sagt, das geht noch einigermaßen. Aber Wesley So spielte was Verrücktes. Er spielte Dame E6 hier. Griff dem Springer auf D6 an und deckte den Bauern E4. Er dachte, das wäre alles völlig okay. Aber es kam jetzt, wenig überraschend, Dame A8 Schach und Schwarz musste aufgeben. Beziehungsweise, er wollte rochieren in dieser Stellung, was aber nicht geht natürlich, denn der König steht im Schach. Und das hatte Wesley so komplett vergessen, dass man natürlich nicht rochieren darf, wenn man im Schach steht. Auch im Chess 960, genau wie im normalen Schach. Geht nicht. Ja? Also er kann jetzt nicht hier Rochade spielen. Natürlich wäre das gut, wenn er jetzt hier rochieren könnte, aber geht halt nicht, entgegen der Regeln. Und er musste dann aufgeben, weil er ihr Material verliert. Also er kann das Schach ja nur abwehren, wenn er irgendwas auf E8 oder C8 dazwischen stellt, aber das wird einfach geschlagen halt, ne? Also Springer E8 und dann Dame E8 einfach. Dame E8, Springer 8. Und Weiß hat einen ganzen Turm mehr, einen Springer mehr, sorry. Sehr kurios, der Weltmeister weiß nicht, kennt die Regeln nicht beim Chess 960. Auch nicht schlecht. Schauen wir uns die zweite Partie an, aus dem zweiten Match. Die war auch sehr, sehr interessant. Das Ding ist, er musste natürlich jetzt gewinnen mit Weiß, Wesley So, und hatte diese Stellung im Endspiel. Ihr seht, Schwarz hat einen Springer mehr. Das heißt, Weiß kann jetzt hier nicht gewinnen. Wie hält man hier Remis mit Weiß? Losgelöst jetzt von der Turniersituation, müsste man jetzt objektiv jetzt hier den Remishafen ansteuern mit König schlicht H3. Also in dieser Stellung, nach König G5.
mit König schlägt H3. Na? Dann haben wir Turm und Springer gegen Turm, aber das gewinnt nicht. Wobei in dieser Stellung sowieso der Springer hängt und auf Springer F3, Turm A1. Naja, man könnte natürlich den A-Bauern aufhalten, aber es ist Remis, Turm und Springer gegen Turm. Was auch Remis hält, ist Turm A1 sofort auch. Wesselissot spielt allerdings Turm schlägt H2, in der Hoffnung, hier seinen Gegner noch betuppen zu können. Natürlich ist das niemals gewonnen für Weiß. Im Gegenteil, nach Turm schlägt H2 gewinnt sogar Schwarz hier in dieser Stellung. Das ist verrückt. Wir schauen uns das mal umgedreht an, aus schwarzer Sicht, damit ihr was lernt. Turm ins Spiel. Okay, wir dürfen den Bauern auf H3 nicht verlieren, deswegen Turm E3 Schach. König F2, einziger Zug. Und jetzt König F4, einziger Gewinnzug. Näher kommen mit dem König. Und wir sehen, der Turm und der König stehen total schlecht. Der Turm auf H2 eingesperrt. Er muss den ins Spiel bringen. Er spielt erstmal A6 hier. Turm A3. A7. Und jetzt, wie gewinnt Schwarz? König G4. Natürlich, er hält den Bauern. Ne? Er will den Bauern nicht abgeben. Nicht Turm schlägt A7, Turm schlägt A3. König G4. Turm H1. Und jetzt ganz wichtig, Turm A2 Schach erstmal. Erst den König vertreiben und Felder für den schwarzen König schaffen. König E3. Und jetzt nehmen wir raus. Turm schlägt A7. Vergesst den Balken hier nebenan. Das ist gewonnen für Schwarz. Turm G1 Schach. König A4. Turm G8. Und jetzt H2. Es droht H1 Dame. Na Moment. Nicht ganz. Es droht Turm A1 vor allen Dingen und H1. Turm Schach hier auf König F2. Was ist hier? Turm A2 Schach einfach. Und der König darf die Grundreihe nicht betreten und auch das Feld F3 nicht wegen H1 mit Schach. Und auf König G3 kommt, König E3 kommt einfach sowas hier. No? Es kam Turm A8 Schach, König G3, Turm G8, König H3, Turm H8, König G2, Turm G8, König F1, Turm F8, König E1, Turm H8. Er sieht so aus, als ob Weiß hier den Bauern aufgehalten hätte, aber natürlich nicht. Turm A2. Schwarz hält den Bauern und gewinnt jetzt ganz einfach, indem er mit dem König ranrennt. Turm H7, Abwartezug, König F1, Turm A8, König G1 und Weiß gab auf. Auf Turm G8 Schach kommt einfach Turm G2. Na? Und dann H1 Dame. Also sehr kurios, wie er hier die Partie verloren hat, muss ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, ob er das nicht gesehen hat, aber ich kann ihn mir eigentlich nicht vorstellen. Er weiß natürlich, dass König H3 hier Remis ist. Vielleicht wollte er wirklich gewinnen mit Turm schlägt A2. Er hoffte wahrscheinlich auf sowas wie Turm schlägt A2, König schlägt A2. Und dann läuft der A-Bauer durch zur Dame. Aber natürlich tauscht Nepo nicht hier die Türme. Ne? Und vor allen Dingen, es gibt hier nur einen logischen Zug für Schwarz. Und das ist hier dieses Schach. Und dann verliert halt Weiß sogar. Wir schauen mal kurz auf die Ergebnisse und die Tabelle des zweiten Tages. Bleiben wir erstmal bei der Gruppe A. Wesley So erwischte einen schlechten Tag und verlor beide Matches gegen Jan Nepomniachtchi, wie wir hier sehen, am 26. Oktober, genau. Er gewann zwar die erste Partie, verlor dann aber die nächsten drei, verlor also beide Matches gegen Jan Nepomniachtchi. Das war also der Tag, an dem die Matches immer gleich waren zwischen den Spielern. Nordirbek Abdusatorov führt in der Gruppe A, nachdem er zweimal den Lokalmatador Jorvar Steinar Grettersson besiegt hat, wenig überraschend, und ist im Prinzip, der ist schon qualifiziert fürs Halbfinale, ihr seht es, er hat alle Matches bisher gewonnen, 8 Matchpunkte, während Wesley So nur 3 hat, und am letzten Tag können ja höchstens 4 Punkte gewonnen werden. Also er ist schon durch in der Gruppe A. Wesley So, der amtierende Weltmeister, muss auf jeden Fall gegen Grettersson gewinnen, das Match, und gegen Abdusatorov, so wie es aussieht, um noch eine Chance zu haben, um Nepo noch einzuholen eventuell. Dann haben wir noch Gruppe B. Magnus Carlsen und Nakamura, beide 6 Punkte. Magnus Carlsen gewann zweimal gegen Matthias Blühbaum die Matches, ziemlich deutlich. Gucken wir nochmal die Ergebnisse hier. Blühbaum Carlsen 0-1, Carlsen Blühbaum 1-0, Carlsen Blühbaum Remis. Ein Remis hat Matthias geholt, immerhin. Ist aber letzter in der Tabelle, hat alles verloren, alle Matches verloren in dieser B-Gruppe hier. Nakamura, alle 4 Partien Remis gegen Wladimir Fedosejew, beide Matches also 1-1, das heißt beide Spieler 2 Punkte. Am letzten Tag spielt Fedosejew gegen Carlsen und dann gegen Blühbaum.
hat er also, er hat noch eine kleine Chance. Er muss eigentlich Carlsen besiegen, ne? Ansonsten ist klar hier, dass Carlsen und Nakamura durch sind. Naja, das sind die Favoriten in der Gruppe B. Und dann geht es weiter natürlich im Halbfinale. Der Sieger der Gruppe 1 gegen der Gruppe A gegen den Zweiten der Gruppe B. Der Zweite der Gruppe A gegen den Sieger der Gruppe B. Standard, ne? Kennt man ja aus anderen Sportarten. Im K.O. Geht es dann weiter. K.O.-Modus. Meine Güte. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Fischer Random Chess 960 oder Chess 960 WM in Reykjavik. Ich werde natürlich dranbleiben und berichten, ist ja klar. Ist ein wichtiges Event. 400.000 Dollar gibt es auch noch zu gewinnen. Insgesamt 150.000 für den Weltmeister. Nette Summe. Checkt auch gerne meine anderen Kanäle aus: The Big Rig Highlights, Big Rig Shorts. Macht's gut. Bis die Tage.